Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir schauen uns in diesem Video die Übung 6 Aufgabe 1 an. Da ging es eben um die Anlagensimulation. Und wir haben eben Source Code gegeben, wo schon eine ganze Menge Klassen drin sind. Und wir sollen hier eben wissen, dass es eine Anlage gibt, die produziert und die entnimmt dazu eben aus einem Gastank eine gewisse Menge zwischen 3 und 6%. Steht hier pro Produktionsschritt und werden wir eben diese Applikation ausführen, dann werden wir eben sehen, dass der Gastank immer leerer wird. Und wir haben eben eine extra Klasse, die für die Überwachung des Gastanks zuständig ist. Diese stellt eben einen neuen Wert periodisch bereit über den Event nächster Wert erhältlich und an den sollen wir uns auch dran heften. Denn wir haben eben die Aufgabe, dass wir einen Gastank-Überwachungsprozess schreiben, der eben eine Methode verarbeitet Gaslevel hat, die wir an diesen Event ranhängen. Und wir sollen eben innerhalb dieser Methode überprüfen, ist dieser Wert unter einem gewissen Schwellwert, beispielsweise 50% habe ich angegeben, dann müssen wir eben den Gastank-Auffüller einsetzen, um den Tank wieder zu füllen. Und dann schauen wir uns das mal an. Ich habe das hier schon ziemlich fertig programmiert. Was mache ich hier in der Main-Methode? Ich erstelle eben zusätzlich diese Klasse, die ich geschrieben habe. Und sie bekommt eben über den Konstruktor eine Referenz auf den Auffüller und auf die Anlage. Und dann mache ich eben das Hollywood-Prinzip. Ich registriere mich auf diesen Event, rufe aber diese Methode, die ich hier registriere, selber dann in meinem Code nie wieder auf. Das macht eben der Gastank-Überwacher, wenn er eben diesen Event, nächsten Wert erhältlich, den ich gerade schon erwähnt habe, bereitstellt oder auslöst. Was dann eben passiert, dass wir immer periodisch hier in dieser Methode landen, diese verarbeite Gaslevel-Methode, und hier überprüfe ich eben erstmal, ist der Wert, der gerade im Gastank ist, eben größer als 15. Wenn das nicht der Fall ist, dann versuche ich eben den Tank mal mit 40 Einheiten zu füllen. Und wenn das funktioniert hat, sage ich auffüllen erfolgreich, passt und ich gehe nie wieder hier in diesen anderen Fall rein. Hat es aber nicht funktioniert, dann überprüfe ich eben, ist dieser Wert, bei dem ich bin, schon kleiner gleich 12. Denn wir haben ja Schritte von 3 bis 6 Einheiten, die eben bei einem Produktionsschritt herausgenommen werden aus dem Gastank von der Anlage. Und wenn wir uns das hier nochmal anschauen, wir haben hier eben den Punkt, dass die Anlage schneller produziert, als der Überwacher sozusagen den Wert abruft. Ich zeige auch gleich noch im Code, woran das liegt. Der Punkt ist hier eben, dass wir sozusagen davon ausgehen müssen, dass innerhalb von 2 Überprüfungen die Anlage nicht nur einen Schritt ausführen kann, sondern eben 2. Und da sie maximal 2 mal 6% rausnehmen können, sage ich eben, wenn dieser Wert kleiner gleich 6 ist, dann muss ich die Anlage runterfahren. Das ist zum Beispiel jetzt hier passiert. Dann habe ich eben unter 10% die Anlage wieder aufgefüllt und dann konnte sie weitermachen. Hier haben wir auch das Auffüllen nicht erfolgreich. Hier waren wir aber nicht unter 12% bei einem nicht erfolgreichen Ausfüllen. Und wir sehen hier eben so, dass durch diesen kritischen Schwellwert von 12% ich quasi nie in die Situation kommen kann, dass die Anlage aufhört zu produzieren. Hier habe ich es ja eben wieder jetzt gestoppt. Zufälligerweise ist der Fall jetzt gerade eingetreten. Dann ist das Auffüllen wieder erfolgreich und wir können hier weitermachen. Wir haben dann wieder eben so und so viele Einheiten drin. Okay, schauen wir uns das nochmal kurz im Code an, wie das hier genau aussieht.
wie gesagt, eben wenn ich feststelle, auffüllen hat nicht funktioniert und der nächste Wert ist kleiner gleich 12 und die Anlage ist noch nicht gestoppt, dann stoppe ich die Anlage. Das ist passiert hier unten einfach, das setze ich dieses Flag auf True, stoppe die Anlage, rufe das einmal auf und sage dann eben Console Write Line Anlage gestoppt. Wenn das hier sonst, also wenn die Anlage gestoppt ist und ich komme trotzdem in den Fall, dass dann irgendwann mal das Auffüllen funktioniert hat, bei einem nächsten Durchlauf oder bei einem nächsten Aufruf dieser Funktion, dann starte ich eben die Anlage wieder. Und auch hier passiert nichts anderes, als dass ich hier eben sage, Anlage gestoppt, false, ich starte die Anlage und dann passt es wieder. Ich wollte noch darauf eingehen, was denn eigentlich dafür sorgt, dass die Anlage schneller produziert, als der Überwacher überwacht. Das liegt eben daran, dass ich hier dieses Produktionsintervall auf 750 Millisekunden festgelegt habe. Und das ist eben genau die Zeit, die dieses Objekt dann hier wartet, bis der nächste Schleifendurchlauf hier kommt. Und genau dann wird eben wieder Gas entnommen. Während im Überwacher, hier habe ich eben das Standardintervall auf 1000 festgelegt und wir haben eben hier dann diese Produziere-Werte-Funktion. Das ist natürlich auch wieder eine Endlosschleife drin. Es wird eben erst, soll Überwachung gestoppt werden, auf True gesetzt, wenn hier mal Stoppe Überwachung auf dem Hauptthread ausgelöst wird. Was implizit geschieht, wenn ich eben hier Stoppe Simulationen aufrufe. Und er benutzt eben standardmäßig eine Sekunde. Deswegen kann es eben vorkommen, dass die Anlage zwei Produktionszyklen hat, bis der nächste Überwachungsdurchlauf überhaupt kommt. Man könnte das hier quasi einstellen, das habe ich als Eigenschaft bereitgestellt, wer sich den Code etwas genauer angeschaut hat, dass wir hier eben sagen, gut, wir benutzen hier 750. Aber ansonsten kann man das Ganze eigentlich auch so handeln. Und wir sehen dann eben, dass wenn wir diese Logik hier in unsere neue Klasse implementieren, dass dann die Anlage auch nicht in den Fehlerfall kommt, dass gar kein Gas mehr für einen Produktionsfall vorhanden ist. Ja, das war's zu dieser Aufgabe. Wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, gerne an mich per Mail. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis bald.